Die Wanderung auf den Breitenstein beginnt in Birkenstein, einem Ortsteil von Fischbachau. Fischbachau liegt im Leitzachtal und gehört zum Landkreis Miesbach. Bekannt ist Birkenstein vor allem durch seine Wallfahrtskapelle Maria Himmelfahrt. Sie wurde 1710 als Nachbildung des sogenannten Heiligen Hauses von Loretto erbaut. Solche Nachbauten der angeblichen Heimat der heiligen Familie Nazareth waren im Barock weit verbreitet. 1735 durch einen Brand beschädigt, erhielt die Kapelle um 1760 die heutige prachtvolle Ausstattung im Rokoko-Stil. Die eigentliche Gnadenkapelle ist ein rechteckiger Raum mit Tonnengewölbe. In der Mitte des Hochaltars steht das Gnadenbild Marias mit dem Jesuskind, umgeben von insgesamt 92 Engeln. Bereits seit 1673 wird die aus der Pfarrkirche Fischbach aufstammende spätmittelalterliche Marienstatue als Gnadenbild verehrt. Die Seitenwände des Altarraums schmücken Bilder der 12 Apostel und Büsten der Verwandten Marias. Gegenüber der Wallfahrtskapelle wurde 1926 ein Freialtar errichtet, um Gottesdienste für größere Wallfahrergruppen abhalten zu können. Die Bilderfolge rund um die Schutzmantelmadonna zeigt Orte, die bis heute regelmäßig zu Bittgängen nach Birkenstein kommen. Im Jahr 2010, zum 300-jährigen Jubiläum der Kapelle Maria Himmelfahrt, wurde ein Rosenkranzweg angelegt. Die bildlichen Darstellungen orientieren sich an den einzelnen Geheimnissen des freudenreichen, lichtreichen, schmerzhaften und glorreichen Rosenkranzes. Nun aber geht es hinauf auf den Breitenstein. Wir steigen auf einem Forstweg zur Kesselalm. Von dort geht es weiter, über einen Bergpfad durch Lichtenwald, aufwärts zur Hubertushütte und über einen mit Stufen ausgebauten Weg zum Gipfel. Der recht einfache Anstieg, die umfassende Aussicht und mehrere Hütten unterwegs sorgen dafür, dass der Breitenstein ein beliebter Wanderberg ist. Im Mai ist der Waldboden noch bedeckt von Frühjahrsblühern, wie den Buschwindröschen. Filigran wirken die Blütenstände des Pestworts und des Löwenzahns. Langsam gewinnt unser Weg an Höhe. Am gegenüberliegenden Ufer der Leitzach erheben sich die südlichen Nachbargipfel, wie der Jägerkamp. Nach Osten schließen sich Eipelspitz und Miesing an. Hinter der Kesselalm führt ein Abstecher zur Feuerhörnselkapelle. Sie wurde im Jahr 1963 erbaut und ersetzte einen an dieser Stelle schon bestehenden einfachen Holzbau. Hier liegt einem das Leitzachtal rund um Fischbachau zu Füßen. Die Bergwiesen oberhalb der Kesselalm stehen in voller Frühjahrsblüte. Sie sind übersät von Flockenblumen, bayerischem Enzian und Clusius-Enzian. Ganze Hänge bedeckt die Schlüsselblume. An feuchten Stellen gedeiht die Sumpfdotterblume.
Wo der Schnee erst gerade weggetaut ist, kommen Soldanellen hervor. Für die Trollblumen ist es noch etwas zu früh im Jahr. Von der Kesselalm steigen wir auf einem Bergpfad hinauf zu Hubertes Hütte. Die Hubertushütte liegt knapp 100 Höhenmeter unterhalb des Gipfels auf einer Hangverflachung. Die vielen Bierbänke vor der Hütte zeigen, dass es an Wochenenden hier von Wanderern nur so wimmelt. Nach gut 3 Stunden Aufstieg stehen wir auf dem 1622 Meter hohen Gipfel des Breitensteins. Im Südosten umrahmen Treiten und Siebergkopf das Ursprungstal. In der Ferne erkennt man die Zillertaler Alpen rund um die Reichenspitze. Links schließt sich die Venediger Gruppe an. Direkt im Süden liegt der Seeberg, der Miesing, die Eipelspitze und der Jägerkamp. Leicht im Westen erkennt man Brecherspitze und Bodenschneid. Vor dem Schliersberg führt das Leitzachtal nach Norden. Die Pfarrkirche St. Andreas in Elbach mit dem charakteristischen Zwiebelturm liegt tief unter uns. Ebenso das Kloster von Fischbachau. Im Nordosten erstreckt sich der Chiemgau. Deutlich erkennt man den Simssee und den Chiemsee. Alpinistisch steht der Breitenstein im Schatten des Wendelsteins, der gut 200 Meter höher ist. Dieser wird jedoch für Wanderer dadurch entwertet, dass gleich 2 Bergbahnen hinaufführen und der Gipfel mit Antennen und Häusern überbaut ist. Auf dem Abstiegsweg führt nach wenigen Metern ein Abzweig nach rechts in Richtung Bucheralm. Er führt zunächst durch Wald und dann über freie Wiesenhänge. An der Bucheralm wendet man sich nach links und gelangt so wieder zurück nach Birkenstein. Der Bockstein bildet das westliche Ende des Breitensteinmassivs. Von dort hat man nochmals einen schönen Blick auf den Breitenstein-Hauptgipfel. Die in aussichtsreicher Lage gelegene Bucheralm lädt nochmal zu einem Zwischenstopp ein. Dann geht es endgültig zurück nach Birkenstein. In Birkenstein lohnt sich der Weg auf den Kalvarienberg, der direkt gegenüber der Wallfahrtskapelle Maria Himmelfahrt liegt. An mehreren Bildstöcken vorbei, die den Kreuzweg Jesu zeigen, geht es hinauf zur großen Kreuzigungsgruppe. Von hier blicken wir nochmal zurück zur Feuerhörnelkapelle und auf unseren Weg auf den Breitenstein.